Und somit sind wir dann über Prag nach Furt am Wald. Und die Leute, die da oben waren, da waren so Schlitzenwaggon drin, da haben die rausgesehen und haben gejubelt nach Prag. Aber Gott sei Dank kommen wir nicht nach Sibirien, sondern Richtung Pilsen nach Westdeutschland. Erstens einmal mussten wir das N tragen, die weiße Binde oder den Buchstaben. Ja, eine weiße Binde mit dem schwarzen N drauf. Ne? Manche haben da was gehabt, das. Dann, wenn's da, man durfte nicht am Gehweg gehen. Und auch wenn man eingekauft hat, dann hat man wirklich warten müssen, bis alle Tschechen seine Sache gekauft haben. Und dann haben wir erst dran gekommen. Lebensmittelkarten wurden drastisch gekürzt. Fleisch, Fisch, Ei oder Milch gab es für Deutsche überhaupt nicht. Die Wohnungen durfte man zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr früh nicht verlassen. Damals gab es für Deutsche keine Schulen oder Veranstaltungen durften nicht besucht werden. Was mich sehr gestört hat damals, dass am Bahnhof angeschlagen war, das Fahren für Hunde und Deutsche verboten. Das war nicht schön. Haben wir da kurz vor den Vertreibungstermin Postkarte bekommen. Und da ist oben gestanden, sie haben sich fertig zu machen, 2-3 Tage später. Und was wir mitnehmen dürfen, unter anderem, glaube ich, 1000 Reichsmark und 30 Kilo Gepäck. Da sind wir am LKW verladen worden und dann ist unser LKW nach Prachatitz gefahren, da sind wir ins Lager gekommen. Koffer und sowas hat man auch nicht viel gehabt, sondern in Bindeln eingenäht ist die Ware geworden. Die, im Lager sind die Bindeln aufgeschnitten worden und was den Böhmen gefallen hat, das haben sie genommen. Wir waren dann 3 Buben, wir mussten Massengräber schaufeln im Bistritzer Lager. Und wir mussten wirklich auch die Leichen vors Loch ziehen. Und wenn irgendeiner von den Leichen noch eine Goldkrone im Gesicht gehabt hat, mussten wir zuschauen, wie die Tschechen denen die Goldkrone noch rausgeklopft haben. Und haben Hunger gehabt. Wir haben ja bloß 2 Scheiben 50 Gramm Brot am Tag gekriegt und eine Kelle Wassersuppe. In jedem Gasthaus, wenn ich heute Spülwasser kriegen würde, hätte ich eine nahrhaftere Suppe gehabt. Innerhalb des Lagergeländes war so gut wie kein Grashalm mehr. Wir haben dann außerhalb haben wir gesehen, da wächst Sauerampfe. Und wenn Postenwechsel war, haben wir uns die Ärmelchen am Stacheldraht angekratzt, um bloß den Sauerampfer da rauszureißen, außerhalb des Lagergeländes, und haben den Sauerampfer gegessen und eventuell auch noch dem Rest der Familie gegeben. Ich bin dann halt in Viehwaggon dann verladen worden mit einer Kiste und ohne Fenster, ohne ja, so Luftschächte halt. Und wir wussten natürlich nicht, wohin es geht. Und in der Nacht sind wir gestartet. Und in den Waggons drin, da waren viele alte Leute. Die Jungen waren ja alle im Krieg und waren halt Kinder und alte Leute. Und aus Gram und Verzweiflung und viele haben geweint die ganze Nacht. Und das war ein Jubel im Ding drin, im Zug. Zu allem Unglück und Not war das ein bisschen positiv, dass wir eben nach Deutschland gekommen sind. Německé děti jsou veselé, nikdo jim neubližuje. Těch zavazadel, jak vidíte, není málo, ale všechna se vejdou do prostorných čistých vozů, které zavezou německé cestující v 7 dnech
do Hamburgu, Brém nebo jinam, prostě tam, kam patří. My se nemstíme. Řešíme rozumně a slušně svůj historický problém, jak řekl prezident Beneš, protože dnes máme první příležitost v našich dějinách vyřídit jej s konečnou platností.